den vergangenen Tagen publik gewordenen Chatnachrichten, die haben die Republik erschüttert. Es geht um Chatnachrichten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und einigen seiner engsten Mitarbeiter. Es geht um Inseratenkorruption, Bestechlichkeit, Bestechung und Untreue. Der simple Verdacht für positive Berichterstattung und Umfragen, die eben Sebastian Kurz nutzen, soll das Finanzministerium Inserate in der Tageszeitung Österreich geschaltet haben. Die Steuerzahler wurden also quasi auf Kosten, auf ihre eigenen Kosten hingetäuscht. Und während strafrechtlich natürlich die Unschuldsvermutung gilt, so ist doch politisch festzuhalten, dass auch das Verhältnis zwischen Medien und Politik ein schiefes Licht gefallen ist, zum Teil sehr innig. Und zum Teil ist die Frage, wie sauber geht es da denn tatsächlich zu? Wenn nun über die politischen Konsequenzen der ganzen Affäre schon viel diskutiert wurde, wollen wir uns heute dem zweiten Aspekt zuwenden, nämlich eben der Beziehung zwischen Medien, zwischen Journalisten und Politik. Wie sauber geht es hier zu? Wie anfällig ist Österreich für Inseratenkorruption? Was soll, muss und kann sich ändern? Und gibt es überhaupt eine problematische, zu große Nähe zwischen manchen Chefredakteuren und der Regierung? Über all diese Fragen wollen wir heute diskutieren. Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von der Standard Mitreden. Mein Name ist Andras Sigetvary und das sind unsere spannenden Gäste heute. Ich freue mich sehr, dass die Mediensprecherin der NEOS, Henrike Brandstätter, bei uns zu Gast ist. Danke fürs Kommen. Ich freue mich auch, dass Ihre Kollegin im Grünen Club, die Mediensprecherin in der Grünen, Eva Blümlinger, da ist. Danke fürs Mitdiskutieren. Mit dabei ist auch die Generalsekretärin des Presseclub Concordia, Daniela Kraus. Danke fürs Dabeisein. Zu Gast ist schließlich noch der Kommunikationswissenschaftler Fritz Hausjell und die Ex-Ministerin für die ÖVP, Maria Rauch-Kallert. Danke fürs Mitdiskutieren. Noch eine kurze Anmerkung von mir. Wir haben natürlich auch den aktuellen ÖVP-Club gefragt, ob nicht denn jemand kommen möchte und mitdiskutieren. Es gab leider trotz der recht vielen Abgeordneten dort nur Absagen. Das tut uns natürlich leid. Umso mehr freuen wir uns über diese Runde. Ich wollte als erstes fragen, vielleicht Frau Kraus, an Sie die Frage und dann vielleicht kurz auch an Herrn Hausjell. Ist das, dass die politischen Folgen sind ja klar, der Kanzler musste zurücktreten, er hat in den Umfragen stark verloren. Da gibt es das Gefühl, dass da einzelne politische Persönlichkeiten, vielleicht sogar eine Partei, derzeit zumindest stark beschädigt sind. Aber gibt es für Sie auch welche Folgen, die die Medienlandschaft hier im öffentlichen Bild abgibt, hat leiden die Medien oder manche Medien auch? Oder ist das eine politische Affäre für Sie? Ich fürchte, die Medien leiden auch. Das Grundproblem aus meiner Sicht ist, dass jetzt wieder alle in einen Topf geworfen werden. Man muss schon ganz klar sagen, dass hier Unterscheidungen getroffen werden müssen, welche Medien welche Praktiken anwenden. Also nicht umsonst stand die Mediengruppe Österreich hier im Mittelpunkt. Zweiter Punkt in aller Kürze, natürlich muss sich was ändern. Erstens einmal muss es eine große Branchendiskussion genau über diese Fragen, die wir heute diskutieren, geben. Zweitens muss selbstverständlich das System der öffentlichen Inserate und in seinem Verhältnis zu Medienförderungen geändert werden. Und drittens glaube ich, aber das sehe ich auch gerade wirklich im Fluss, muss man einfach eine breite öffentliche Debatte und einen breiten Diskurs darüber führen und nicht Medienpolitik als irgendeine Nische im Eck behandeln. Mhm. Herr Hausjell, sehen Sie das auch so? Ich sehe das sehr ähnlich wie die Kollegin Kraus. Ergänzt sie noch, dass es ganz sicher, sowohl von Seiten der Politik als auch von Seiten der Medien, ohne massive vertrauensbildende Maßnahmen keinen Weg aus diesem sich jetzt zeigenden Sumpf gibt. Selbstverständlich, nicht alle sind gleichmäßig daran beteiligt, aber sozusagen rufmäßig bekommen es in der Regel alle ab, weil die meisten dann halt nicht entsprechend differenzieren. Und wir brauchen definitiv sehr klare neue Regeln in den Bereich, aus dem Bereich der Wissenschaft, aus dem Bereich der NGOs sind ja in den letzten Jahren zahlreiche, sehr zweckdienliche Vorschläge gekommen. Die Politik hat das allesamt ignoriert. Mhm. Dann machen wir es gleich ein bisschen konkreter, Frau Brandstätter. Sie haben ja diese Woche im Nationalrat einen Antrag gestellt. Es geht ja um eines der Punkte, da werden wir gleich die Zahlen und Fakten nachpräsentieren, ist ja die Inseratenschaltungen öffentlicher Stellen, besonders der Regierung. Und die NEOS wollen ja da einige Reformen. Können Sie uns ein bisschen skizzieren, was die Vorschläge sind und warum Sie sie wollen?
Also guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ich war gestern Abend bei der Premiere von Ibiza, wo man ja auch sieht, wie relevant die Arbeit von Medienmachern, von Journalistinnen und Journalistinnen ist, die in dem Fall sortiert haben, eingeordnet haben, die Informationen auch für uns aufbereitet haben und deshalb einen sehr relevanten Teil auch dieser Affäre oder an dieser Affäre haben. Ja. Demgegenüber steht eine Form des Journalismus, die wir in den letzten Wochen noch besser kennengelernt haben, der ja auch schon seit Jahren in der Kritik steht, wo viel passieren muss, ja, sagen wir mal so, und es auch eine Frage von Selbstachtung ist, den Medienmacher, Journalistinnen haben sollten, um hier sauberer zu arbeiten. Unsere Aufgabe in der Politik ist es, die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Unsere Forderungen sind, muss ich auch dazu sagen, nicht wahnsinnig neu. Also Frau Kraus, Ihre Kolleginnen und Kollegen formulieren ähnliche Forderungen schon seit Jahren, aber wir haben jetzt dieses Window of Opportunity. Was wollen wir? Die drei relevantesten Punkte ist die Ausgabengrenze für Inserate, nämlich der Regierung und der öffentlichen Hand insgesamt. Wir brauchen hier eine Deckelung, gleichzeitig eine Erhöhung der Presseförderung, auch keine neue Forderung. Und die dritte, wirklich auch relevante Forderung ist, dass wir das Wort Transparenz im Medientransparenzgesetz auch ernst nehmen sollten. Es ist nicht zumutbar, Bürgerinnen und Bürgern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie mit einer Stricherliste arbeiten müssen, wenn sie herausfinden wollen, wer wann wo Inserate in welchem Umfang geschalten hat. Mhm. Diese Höchstgrenze jetzt im vergangenen Jahr, können Sie die noch beziffern? Im vergangenen Jahr sind ja auch Corona-bedingt, gab es ja öffentliche Inserate von insgesamt 222 Millionen Euro in Medien, also Fernsehen wie Tageszeitungen. Wie viel wäre das dann? Also diese, und es soll ja auch neben dieser Obergrenze, soll es ja auch eine Prüfstelle geben, oder? Können Sie uns das auch noch ein bisschen erklären, welche Aufgabe die hat? Es gibt ja schon die Einrichtung der Com-Austria bei der RTR. Also wir haben ja auch eine Behörde, die durchaus, deren Kompetenzen man ja auch erweitern kann, um hier genauer zu schauen, ob all diese Inserate auch ordentlich eingemeldet worden sind und wo dunkle Flecken sind und einfach auch hier die Zahlen und Daten besser aufbereitet. Also man muss nicht zwingend eine neue Stelle schaffen, sondern die Kompetenzen erweitern. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt zur Summe. Ja? Ich finde es ein bisschen schwierig, hier aus der Hüfte zu schießen und sagen, so und so viele Millionen soll die Presseförderung ausmachen. Aber was man über den Daumen gepeilt sagen kann, wenn in Nicht-Krisenzeiten die Regierung für ca. 30 Millionen Euro Inserate bucht, ja, wirbt, dann wäre das einfach eine ganz gute Summe, wo wir uns bewegen könnten bei der Presseförderung. Dass man einfach diese für die Presseförderung übernimmt und für die Inserate eine Höchstgrenze macht? Oder wie kann man das, oder gar keine Inserate? Also wie spielt das dann zusammen noch einen Nachteil? Ja, aber natürlich muss eine Regierung auch informieren, was sind die drei Gründe, wann eine Regierung Inserate schalten kann. Erstens eine relevante Sachinformation. Zweitens, man möchte irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen erklären. Und das Dritte ist, man möchte zu einer Handlung aufrufen, wie zum Beispiel, bitte lasst euch impfen. Das sind die drei Gründe, warum eine Regierung werben kann oder einzelne Ministerium. Was kein Grund ist, wie das, was wir auch in den letzten Tagen erlebt haben, dass das Finanzministerium, das ohnehin die Drehscheibe war für diesen neuen Inserate-Skandal, kaum ist das publik, dann schon wieder Inserate schaltet, die bar jeglicher Information sind, diese Kriterien auch nicht erfüllen. Hier haben wir noch eine Menge zu tun, ja. Okay. Jetzt noch, diese Abstimmung ist ja, Sie haben ja diesen Antrag eingebracht im Nationalrat und der ist ja abgelehnt worden, oder? Das, genau. Frau Blümlinger, warum können Sie dem nicht etwas abgewinnen, was die Frau Bahnstedter da sagt? Oder warum ist das im Parlament nicht auch von der Regierung unterstützt worden, von den Grünen zum Beispiel? Schönen guten Tag. Es ist von allen drei Oppositionsparteien jeweils ein Antrag eingebracht worden zu dieser Frage. Hängt auch ein bisschen mit meiner Rückfrage zusammen, ob die beiden anderen Oppositionsparteien auch eingeladen worden sind zu der Diskussion. Also es waren drei unterschiedliche Anträge, also kein gemeinsamer, aber sowohl NEOS wie FPÖ wie SPÖ haben diesbezügliche Anträge eingebracht. Und wir haben ihn selbstverständlich abgelehnt, weil wir in der Koalition diese Dinge im Regierungsprogramm ohnehin normiert haben. Also es ist nicht so,
dass die Ergebnisse der Wissenschaft nicht gehört werden, sonst hätten wir es nicht im Regierungsprogramm. Tatsache ist, dass wir an vielen dieser Materien auch schon die letzten 2 Jahre oder 1,5 Jahre gearbeitet haben. Wir haben, ich sage nur ein Beispiel, Medientransformationsgesetz vorbereitet, das ist aber noch nicht von der EU freigegeben und da komme ich kurz dann später noch drauf, welche Rolle da die Europäische Union auch spielt. Mir ist, ich roll es vielleicht von hinten auf, was die Kollegin Brandstätter gesagt hat. Medientransparenz, ja, das ist eine ziemlich vertragte Geschichte, würde ich sagen. Also ich würde schon sagen, dass es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zumutbar ist, Strichanlisten zu machen, aber sicher nicht der Öffentlichkeit. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das Problem liegt nur darin, dass wir es in der Regel mit Medienhäusern zu tun haben, die ihre unterschiedlichen Rechtsträger, wo ihre unterschiedlichen Rechtsträger um diese Presseförderung einreichen. Das heißt, wenn ich schreiben würde, diese 7 Rechtsträger sind Medienhaus Österreich, hätte die RTR sofort eine Klage am Hals. Das Problem wird also sein, oder ist, nicht wird sein, wie man eine Transparenz herstellen kann, dass sowohl der Rechtsträger, der diese Förderung bekommt, und so ist es nun einmal in Förderdatenbanken, dass immer die Institution genannt wird, dass also einerseits das gewahrt bleibt und andererseits aber eine tatsächliche Transparenz dahingehend gegeben ist, um zu wissen, was kriegt Österreich, was kriegt der Standard. Ja, also eine Nachfrage, aber ist Transparenz die ausreichend? Denn hätten wir zum Beispiel in diesem Fall nicht die Chat-Nachrichten, dann würde das Finanzministerium hätte gesagt, na gut, wir haben in Österreich Inserate geschalten, für was auch immer. Halt. In der Transparenzdatenbank sind nicht die Inserate. In der Transparenzdatenbank ist die Presseförderung. Also sozusagen die Inserate, was geschalten wird, dafür gibt es noch keine, sage ich dazu, gesetzliche Grundlage zu sagen, wie und was. Das kann man sozusagen rückrechnen alles und kann sozusagen in der Transparenzdatenbank das schon berechnen, aber dem Grunde nach ist das nicht zufriedenstellend. Ja? Also das ist vollkommen richtig. Nur die Frage ist, welche Lösung findet man? Der zweite Punkt, Erhöhung der Presseförderung zugunsten oder zu Ungunsten der Inserate. Ja, selbstverständlich ist auch unser Ziel. Grundproblem dabei ist auch wieder die EU, weil, und das muss ich schon sagen, der gesamte Förderungsbereich in Österreich, was Medien betrifft, und das reicht von den kommerziellen Privatsendern bis zur Presseförderung, ganz grundsätzlich eine Frage ist, ob wir das in dieser Höhe und in diesem Umfang hinkriegen. Wir haben das Problem jetzt bei der Medientransformation durchaus bei den privaten kommerziellen, wo die EU sagt, naja, warum werden die eigentlich überhaupt gefördert? Ja? Also okay, das ist ein Grund. Die EU ist schuld, dass wir hier nicht tätig geworden sind. Die EU ist nicht schuld. Ich sage nur, was der Rahmen ist. Ja? Und wir müssen natürlich sozusagen eine gesetzliche Basis finden, um weiterhin Förderungen zu ermöglichen, die mit den gesetzlichen Regelungen der EU im Einklang stehen. Ja, okay. Es nutzt uns sonst nichts. Okay, jetzt wäre die Frau auch Kallert dann, aber es haben doch einige sich jetzt gemeldet. Sie können die Hände ruhig runtergeben und ruhig reinreden damit. Aber Frau Brandstätter, sagen Sie dann und dann... Also ganz kurz, ich mag jetzt nicht auf die Folklore eingehen, dass man grundsätzlich Ideen der Opposition abschmettert, weil man sagt, man arbeitet eh selber dran und Papier ist ja geduldig. Ist ja nicht das erste Mal, dass in einem Regierungsübereinkommen drinnen steht, man nehme sich jetzt einer Neugestaltung der Presseförderung an. Aber ich wollte noch eine kurze Replik auf Eva Blimlinger zum Thema Kraut und Rüben bei der Einmeldung der Inserate. Das lässt sich wirklich sehr einfach lösen, indem man IDs vergibt und ein ordentliches Ticketing-System aufsetzt, wie das bei Datenbanken eigentlich üblich ist. Das ist jetzt nicht Rocket Science, sondern sehr schnell auch umsetzbar, ohne hier Medienhäuser in ihrem Handlungsspielraum einzuschränken.
Stimmt leider nicht, aber egal. Aber nur eine ganz kurze Frage nur von mir zur Klärung, ganz kurz, aber nur bitte, wer auch immer mag, aber es gibt ja zum Beispiel, der Standard berichtet ja alle paar Monate recht detailliert, über welche Ministerien wie viel geschaltet haben, da kann man sehr gut sehen, etwa 60% der Inserate gehen an Boulevardmedien, also das ist ja nicht alles jetzt auch im Geheimen, oder was, das, oder sehe ich das falsch? Nein, es kann jeder und jede auf der Website der RTL, das ist www.rtl.at, sich die eingemeldeten Inserate anschauen. Ich wünsche viel Spaß dabei. Es sind Excel-Sheets, die man runterlädt, die man sich sortieren muss, die man auswerten muss. Die Daten sind übrigens nach 2 Jahren weg. Es gibt, glaube ich, einen relativ einfachen Vorschlag. Ich glaube, das wäre nicht so viel Budget notwendig, um die RTR dazu zu verpflichten, Berichte zu legen, die für Bürger und Bürgerinnen, die sich dafür interessieren und auch für die Wissenschaft leicht lesbar sind. Und jetzt dauerhaft verfügbar sind. Das danke auch nochmal für diesen Hinweis. Und eins ist auch noch ganz wichtig, wenn wir darüber diskutieren, und wir diskutieren das ja seit 2012, seit den ersten Zahlen, wer kriegt wie viel, wer kriegt zu viel, ja, das Match zwischen sogenannten reinen Qualitätszeitungen und dem Boulevard ist inzwischen Legende, was man sich hier gegenseitig auch vorwirft und umgekehrt auch innerhalb der Boulevardblätter selber. Da hat auch die Stadt Wien, der damals neue Bürgermeister, sein Fett abgekriegt. Über diese Debatte werden wir nie wirklich sinnvoll führen, außer dass es ganz offensichtlich ist, dass es enorme Schräglagen gibt, weil das, was das Medienhaus Wien sehr genau zum Beispiel für 2020 herausgearbeitet hat und auch die jüngsten Zahlen bestätigen das wieder, wenn ein Standard pro Leserin auf 2 Euro und ein paar snatchte Cent kommt, während Österreich auf 8,22 €, das haben wir gemerkt, kommt, also das Vierfache, das kannst du niemandem, das kannst du keiner Fachfrau, keinem Laien erklären, warum das so ist. Ja? Das sind die Inserate jetzt insgesamt, wie Sie hier beschreiben. Das sind die Inserate und Medienkooperationen insgesamt, ja. Ich habe jetzt eine Frage noch an Sie oder eigentlich stellt das ein User, um das ein bisschen zu erweitern. Jetzt haben wir Transparenz geredet, okay, wir haben quasi, glaube ich, relativ Konsens, das soll besser präsentiert werden, besser einsehbar, auch wer wie viel bekommt, ist in Ordnung. Aber eine Leserin, Lieschen Müller, heißt, sie schreibt, naja, freier Journalismus und Medien sind genauso zu fördern wie Kunst und Kultur. Und sie schreibt, es kann da ja nicht um Subventionen über den Umweg sinnbefreiter Inserate gehen, schreibt sie. Jetzt die Frage an Sie grundsätzlich, braucht man überhaupt Regierungsinserate oder öffentliche Inserate? Sie waren ja lange Ministerin aus Ihrer Erfahrung. Kann man nicht sagen, entweder eine Information ist so wichtig, dass Medien halt darüber berichten sollen, oder sie ist es nicht und dann sollen sie es lassen. Da braucht man aber nicht inserieren. Wie sehen Sie das? Also man braucht schon, ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Man braucht natürlich schon auch in der Regierung Inserate. Also wenn ich daran zurückdenke, wir haben in meiner Zeit aus dem Gesundheitsministerium heraus eine Präventionskampagne gemacht. Keine Zeitung hätte mir darüber berichtet, über eine groß angelegte Präventionskampagne. Da ging es von der Bewegung über die richtige Ernährung, psychische Gesundheit und vor allem Vorsorgeuntersuchungen. Das hat keinen täglichen Neuigkeitswert, über den normalerweise Tageszeitungen oder auch Wochenzeitungen berichten. Vielleicht Frauenmagazine, sage ich jetzt, bei der Ernährung und bei der Gesundheit oder bei der Prävention. Daher glaube ich, dass in gewissen Bereichen Medieninserate absolut wichtig sind. Ich glaube, dass auch in der Corona-Zeit Informationsinserate absolut wichtig waren. Das hat natürlich auch die Mittel in diesem Jahr drastisch erhöht. Allerdings bin ich auch dafür, dass es mit Transparenz geschieht, dass es nachvollziehbar ist. Der Bericht der RTR-Behörde, das halte ich für sehr vernünftig, was die Inserate, also der jährliche Bericht und die Nachvollziehbarkeit in den nicht nur die letzten 2 Jahre, man könnte es auch runterladen natürlich, aber oft braucht man es dann 5 Jahre später und hat sich es natürlich nicht runtergeladen 5 Jahre davor. Und
Weiters bei der Presse, ich halte auch die Verschiebung zwischen Inseraten und Presseförderung sehr vernünftig. In welchem Ausmaß muss man wahrscheinlich im Parlament diskutieren. Ich würde aber auch die Presseförderung noch an weitere Kriterien binden, an Compliance-Kriterien, die natürlich zu entwickeln sind zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern, aber auch an Diversitätskriterien, wie zum Beispiel Frauen in Führungspositionen. Wir machen hier den Journalistinnenkongress. Dort ist das immer wieder ein Thema. Und daher. Aber man muss schon sagen, Frau Rach-Kollert, Sie waren ja etliche Jahre auch in der Regierung. Diese Forderungen nach Qualitätskriterien bei der Presseförderung, also die sind inzwischen über 20 Jahre alt, dass sie formuliert werden. Und es haben sich Rot wie Schwarz da nicht mit Ruhm bekleckert. Und Blau und Türkis jetzt schon gar nicht. Ja? Also deswegen, ich finde es ja fein, dass Sie sozusagen da als ehemalige Politikerin sozusagen da sehr klare Worte sagen. Nur, es muss noch einen Schritt auch weitergehen, nochmal zu den Inseraten zurück, ja, weil die natürlich strukturell zu einer Abhängigkeit der Medienbranche geführt hat, die einfach skandalös, ich kann es nicht anders sagen, ist. Und wir sind ja auch deswegen im internationalen Pressefreiheitsranking ordentlich abgerutscht und wir werden sicher nach diesem jetzt transparent gewordenen, dank Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft transparent gewordenen Verhältnissen, die ganz viele von uns, die das seit vielen Jahren beobachten, eher schwer vermutet haben, dass solche Vorgänge im Hintergrund die Grundlage auch sind. Aber selbst wenn die nicht die Grundlage sind, die Schere im Kopf im Journalismus ist natürlich ausgeprägt worden und wir haben eine Journalismusbranche, die ist gekennzeichnet durch prekäre Verhältnisse. Die Verlage sozusagen wursteln sich dadurch. Das hat mit vielen Faktoren zu tun. Das hat natürlich mit dem Strukturwandel im Mediensektor zu tun, wo die EU keine Antwort gefunden hat. Die nationale Antwort war katastrophal. Man schränkt den ORF nach wie vor weiter ein, dass er im digitalen Bereich sich nicht bewegen kann. Damit haben die Digitalgiganten, die Weltgiganten ein freies Spiel, hier sozusagen die Werbemärkte abzugrasen. Noch eine Frage. Eine Frage nur von mir noch ganz kurz, dann lassen wir die Frau Krauser sagen, nur eine kurze Antwort bitte, weil Sie vorher gesagt haben, dass es seit 20 Jahren diese Forderungen gibt. Wer ist denn da schuld? Können Sie das im kurz benennen? Sind das alle Parteien eine, dass das nicht sich geändert hat und dass Sie jetzt sagen, wir diskutieren das seit 20 Jahren? Kurze Antwort bitte. Also graduell sind alle mitverantwortlich dafür, dass da nicht wirklich was weitergegangen ist. Es gab zuletzt einen relativ vernünftig ausverhandelten Presseförderungsreformvorschlag zwischen SPÖ und ÖVP, der dann durch den Aufstieg der Kurztruppe und der Verhinderungsstrategie schubladisiert worden ist und gar nicht erst ins Parlament gekommen ist. Okay. Frau Kraus, Sie wollten sagen? Ja, ich möchte noch einmal zurückgehen, einen Schritt zu der Frage, die Ihre Userin gestellt hat, ob die überhaupt notwendig sind, die Regierungsinseraten. Nur ganz kurz, also grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns hier einig, natürlich gibt es Dinge, die so kommuniziert werden müssen, aber die Frage ist, wie ist das Selbstverständnis? Ist das Selbstverständnis, dass man einen Diskurs führt, auch den man von der Politik initiiert, oder geht es um Einwegkommunikation in eine Richtung über Inserate? Ich sehe das nur in den Feldern, mit denen ich vertraut bin, Medienpolitik, da findet im Moment schlicht und einfach sehr wenig Diskurs statt. Den müssen wir alle von außen organisieren. Da wird nicht öffentlich diskutiert, was ist gescheit. Das möchte ich nur hinzufügen, das finde ich wichtig. Aber was soll das heißen, öffentlich diskutiert? Ihr seid die Öffentlichkeit. Also die Medien sind die Öffentlichkeit, in denen das diskutiert werden soll und muss, meiner Meinung nach. Ja. Also mit den Grünen bekommen wir ja wenigstens Termine. Das ist mit der ÖVP schon relativ schwierig. Es geht, aber es ist schwierig. Und dann bekommen wir sehr oft wenig Informationen, wenn wir dann dort sitzen, was jetzt geplant ist. Sondern das heißt, das liegt halt in der Verhandlung mit dem Koalitionspartner, da kann man nicht drüber reden.
Ich habe eine Nachfrage noch von Frau. Da muss ich, Entschuldigung, auch noch kurz reingrätschen. Also das sehe ich auch ein bisschen anders als Eva Blimlinger, weil man kann nicht als erstes Medien die Selbstachtung nehmen und dann ihnen noch die Verantwortung umhängen. Dass sie wir nehmen den Medien nicht die Selbstachtung. Sorry, wir nehmen ihnen wahrlich nicht die Selbstachtung. Das ist schon etwas, was in den Medien selber passieren muss. Die Selbstachtung kann doch nicht bedeuten, die Selbstachtung kann doch nicht davon abhängig sein, wie mit Inseraten umgegangen wird. Das ist eine Sicht der Dinge, wo man denkt, so kann es nicht sein. Also wenn ich all die Gespräche mit Chefredakteurinnen und Redakteuren und Herausgebern in den letzten 1,5 Jahren betrachte, muss ich sagen, was hier zum Teil gewollt wird, auch in der Konkurrenz am Medienmarkt, da muss ich, ist es mir lieber, ich schweige drüber, ja? Nein, ich schweige lieber nicht darüber. Darf ich ganz kurz da einhaken? Ganz kurz, ich will nur wissen, ich will nur verstehen, was die Frau Blimlinger sagt. Sie meinen, dass da manche Medienhäuser einfach, also führen Sie es aus? Was meinen Sie? Also es gibt eine große Konkurrenz am Medienmarkt und sehr oft kommt dann zum Beispiel, um das im Glauben, das eigene Medium retten zu können oder besser dastehen zu können. Ein wichtiger Bereich wäre, dass, weil Hausel gesagt hat, ORF, es kommt immer, die blaue Seite soll abgedreht werden. Das ist natürlich kompletter Unsinn, weil natürlich die Werbeeinschaltung oder die Werbung, die über die blaue Seite kommt, niemals den österreichischen Medien zugutekommen wird, sondern sie wird international geschaltet. Also zu glauben, dass wenn die einen weniger kriegen, die Printmedien, ich rede jetzt mal von Printmedien, dadurch mehr bekommen, ist ein Irrglaube. Und bei jeder Diskussion, wo ich das auch sage, gegenüber Chefredakteurinnen, Redakteuren, Herausgeber, Herausgeberinnen, wird mir dem beigepflichtet. Dennoch hält der Föt sozusagen diese Forderung immer wieder aufrecht. Also das sind Dinge, wo die Forderung, dass man gegenüber dem ORF, dass man dem ORF strenger sein soll, dass man gegenüber dem ORF und insbesondere ORF.at, weil das ist sozusagen die unmittelbarere oder vielleicht mittelbarere Konkurrenz zu den Digitalausgaben der Printmedien, zu sagen, naja, also es reicht eben von Abdrehen bis Werbebeschränkung bis dahingehend auflösen, dass es viel mehr Bewegtbild gibt. Das löst das Problem überhaupt nicht. Ja? Sondern, dass man sich anstatt, dass man sagt, was können wir gemeinsam mit dem ORF erreichen irgendwie, und das wird umgesetzt in dem, also ein Teil wird in dem Digital-Transformationsgesetz umgesetzt. Wie gesagt, das liegt gerade in Brüssel, das wird notifiziert. Da gibt es Einwände, da müssen wir schauen, wie wir denen begegnen. Anstatt da gemeinsam an einem Strang zu ziehen, gibt es natürlich diese Konkurrenz, die dann zu meiner Meinung nach vollkommen sinnwidrigen Forderungen besteht. Okay, jetzt nur eine Anmerkung von mir. Man muss natürlich sagen, der ORF hat eine gewisse Dominanz als öffentlich finanzierter Rundfunk auch gegenüber privaten Medien. Ich meine, das ist nicht so leicht zu verstehen. Aber Frau Kraus, noch eine kurze Nachfrage, weil es ja darum geht, wie mit den Inseraten umgehen. Aber kurze Antwort, aber warum könnte man nicht auch sagen, es wäre Aufgabe der Medien, wenn das zum Beispiel, so wie die Frau Kallert sagt, es geht um Präventionskampagnen, die sind wichtig für die Menschen. Na, dann ist es ja ein Medienproblem, wenn die nicht darüber gescheit berichten und es geht auch zum Beispiel, um das jetzt zu definieren, um Informationskampagnen. Also aus meiner ersten Ministerzeit, ich musste exekutieren das Abfallwirtschaftsgesetz, und zwar die Mülltrennung, über die sich die Medien unglaublich lustig gemacht haben und geglaubt haben, sie können eine Ministerin zerlegen. In der Zwischenzeit, nach 30 Jahren, eine reine Erfolgsgeschichte, weil Österreich sowohl beim Rücklauf in Papier und in Glas Weltmeister ist. Nichtsdestotrotz musste informiert werden, wo kommt welches drum hinein. Ist heute noch schwierig, ja? Aber sowas wäre auch von Zeit zu Zeit wieder zu erneuern. Wir haben es auch über die Schulen versucht, über die Kinder versucht. Es war ja nicht nur über die Medien, aber natürlich muss man das auch in einem Medium, das möglichst von vielen Menschen gelesen wird und ernsthaft gelesen wird, leicht verständlich, informativ bringen. Kein Medium wird das kostenlos tun. Kann sich's auch nicht leisten.
Es wird auch nach journalistischen Auswahlkriterien dann nicht standhalten zum wiederholten und wiederholten Male in einer Kampagne die Themen zu wiederholen, die aber trotzdem wichtig sein können. Ich glaube, das ist kurz beantwortet. Ich möchte, wenn ich schon das Wort habe, ich hopse hier schon am Sessel so herum, möchte ich noch eins sagen. Wenn man noch einmal auf die unabhängig von den Umsetzungen von den Interessen einzelner Medienhäuser zurückgehen, wozu wir diese Journalismusförderung überhaupt brauchen, die wir deutlich erhöhen müssen, dann muss man sich schon eins vor Augen führen. Ich rede wirklich viel mit Kollegen und Kolleginnen. Man kann sich kaum vorstellen, was für ein Druck ist, weil die Ressourcen so gering sind in den Redaktionen. Das heißt, es geht darum, dass wir Journalisten und Journalistinnen haben, die professionell sind und die gescheite Arbeit machen. Das heißt, das ist aus meiner Sicht einer der Ausgangspunkte, wenn man sich überlegt, was man da überhaupt fördert. Dann geht es nicht darum, dass man Medienhäuser oder Mediengruppen oder weiß der Kuckuck wen fördert oder dass man fördert, dass Papier bedruckt wird, sondern dass man fördert, dass es Redaktionen gibt, die professionell arbeiten können und mit einer Ausstattung, dass sie nicht permanent vollkommen am Limit sind. Okay. Jetzt, im Digitaltransformationsgesetz haben wir ja erstmals definiert so ein Kriterium, dass es im Verhältnis um die Zahl der nach Kollektivvertrag beschäftigten Journalistinnen und Journalisten geht, wenn eine Förderung in Anspruch genommen wird. Und das ist zum ersten Mal, dass es überhaupt ein Qualitätskriterium in der Presseförderung gibt. Weil uns geht es sehr zentral, also was die Kollegin Kraus gesagt hat, zunächst einmal um die Stärkung journalistischer Arbeitsplätze. Okay, Frau Brandstätter, ist das ein guter Schritt sozusagen? Ein guter erster Schritt, aber es ist natürlich viel zu wenig. Ja, wo bleiben hier Quellennachweis, die Trennung ganz klar von Redaktion und Anzeigenbereich, von Nachrichten und Kommentar, Mitgliedschaft im Presserat oder anderen Instanzen der Selbstkontrolle. Also die Liste lässt sich hier durchaus noch erweitern und anknüpfen, okay, eben als Kriterien an die Presseförderung. Okay, Herr Hauser, jetzt haben wir viel gehört über jetzt die Frage an Sie, wenn Sie jetzt die Medienpolitik sozusagen machen könnten, können Sie uns ein bisschen skizzieren, also was wäre jetzt nötig? Transparenz haben wir, glaube ich, abgehakt. Wir haben jetzt gesagt, es bräuchte Qualitätskriterien für die Presseförderung. Bräuchte es eben, wie die Frau Brandstätter vorschlägt, eine Obergrenze für Inserate, statt diese 200 Millionen runter und stattdessen mehr 10 Millionen, kurz, dass wir das noch einbringen, die Zahl ist ja die Presseförderung. Also wie müsste das Ihrer Meinung nach aussehen, eine sinnvolle Medienförderung in Österreich? Was müsste sich ändern? Die Medienförderung müsste insgesamt jetzt die direkte, aber auch die mittelbare, an die wir jetzt manchmal zu wenig denken, die in den vergangenen Regierungen auch zum Teil weggenommen ist, also der Postzeitungstarif und so weiter für den Transport der analogen Medien. Wir reden dann noch über die analoge Welt. Müsste man sich anschauen, wie das im Digitalen ausschaut. Das alles zusammen, wenn man sich das vergleichend anschaut, dann kommt man in skandinavischen Ländern eher auf ein Volumen von 200 Millionen Euro im Jahr für die Branche. Da sind wir erheblich weit weg, außer wir rechnen die Inserate hinein. Nur, da sind wir uns, glaube ich, hier in der Runde einig, die als Medienförderungsinstrumentarium zu sehen, auch wenn das der eine oder die andere Politikerin ganz gern mal antönen hat lassen, das ist ein Unfug, weil da passiert eher im Kontext dessen weniger Journalismus als mehr, weil natürlich die Wirkkraft der Inserate, der Fülle der Regierungsinserate eher hemmend ist hemmend ist auf die Frage, ob ordentlicher Journalismus, das heißt immer kritischer Journalismus. Aber das heißt Medienförderung tatsächlich etwa Medienförderung erheblich erhöhen, und zwar auf der Basis, bitte, dass man sich anschaut, auch da ist leider die österreichische Regierung seit langem säumig, nämlich, dass man viel mehr medienökonomische Basisdaten der Branchen erhebt, um auf dieser Grundlage klar zu sehen, wohin steuert denn das, und weil dann hätte man sehr früh schon gesehen,
das wird sich alles hinten und vorne nicht ausgehen. Und sozusagen das Resultat war, dass wir heute sehr viel schmälere Redaktionen haben und dass Journalismus unmittelbar mit der Frage, wie viele Köpfe arbeiten hier in den Redaktionen, zu tun hat. Das ist ja, glaube ich, das kann man auch einer Nichtfachfrau und einem Nichtfachmann leicht erklären. Und was die Inserate betrifft? Also die Inserate, gehe ich ganz d'accord mit der Frau Brandstätter, die müssen einfach gedeckelt werden. Durch ein einfaches Gesetz kann man klar das an Budgetzahlen binden für Normaljahre, selbstverständlich. In einer Pandemie, in einer großen Herausforderung, wird man dann als Regierung ins Parlament gehen und darüber diskutieren, dass man hier sozusagen Sonderdimensionen ausverhandelt. Aber bitte, wir haben in 75 Jahren Zweiter Republik jetzt eine Pandemie gehabt. Und wenn ich noch eine Situation nehme, dann ist wahrscheinlich Tschernobyl diejenige, wo ein wahrscheinlich höherer Informationsbedarf, den man unter anderem auch mit Werbemaßnahmen abdecken kann, wenn es um Verhaltensmaßnahmen geht. Ne? Wenn die von uns sich da zurückerinnern können, wissen, darum gegangen ist, geht man in die Sandkiste, geht man nicht und so weiter und so fort. Habe ich eine Frage noch an die Frau Kaller? Darf ich nur ganz kurz ergänzend sagen? Nur die Limitierung ist es nicht, die ausreicht. Wir brauchen zwingend bei den einzelnen Kampagnen klar formulierte Kommunikationsziele, die damit verbunden sind. Und darauf auch die dann aufsetzenden Streupläne, also in welchen Medien man wie stark hineingeht. Nur so kann ich einerseits prüfen, ob diese Werbemaßnahmen der Regierung, der einzelnen Ministerien, ob die sachlich begründet sind. Weil ich könnte Ihnen jetzt viele Beispiele sagen, wo ich sage, das ist sowas von unbegründbar und wahrscheinlich auch mit dem... Kurze Frage noch, und dann natürlich die Frau Kallert, Sie haben das vorher hochgehalten vom Finanzministerium, ja. Dieses Inserat. Trifft das diese Kriterien zu? Kurze Antwort, bitte. Ich kenne das Inserat nicht, das ist der Herr Hausjäger vorgeht. In allen Medien drinnen, ne? Mit dem schönen Satz, die größte Entlastung in der Zweiten Republik. Genau, aber trifft das Ihrer Meinung nach zu? Das ist ein Parallelinserat Ihres Parlamentsclubs mit dem gleichen Slogan. Ja. Eigentlich begeben wir uns da schon in einen Bereich hinein, der sehr unsauber ist. Ja. Weil Sie mit derselben Strategie werben, auch wenn jetzt nicht die gleichen sozusagen Sujets eingesetzt werden, aber der gleiche Slogan. Ja, und Sie meinen uns aber, weil es wenig Informationsgehalt gibt, dass man einfach das dazu... Das war ja zu dem Zeitpunkt, wo die Inserate erschienen sind, noch gar nicht beschlossen. Okay. Ja? Ich würde nur ganz nur gerne den Paragraph aus dem Medienausfall Information. Ja? Okay, kurz, ich möchte die Frau auch Karlat etwas fragen, weil aus Ihrer Erfahrung noch... Ein Chat, da schreibt der Bernhard Bonelli, also der Kabinettschef vom auch jetzigen Bundeskanzler, schreibt da an den Thomas Schmidt, an den Generalsekretär, da ging es um die Steuerreform 2019 und er freut sich da über die positive Berichterstattung und schreibt dann an Thomas Schmidt, naja, bei den Millionen, die in den letzten Monaten in die Medien gepumpt habt, sei das ja auch kein Wunder, dass hier Jubelberichte gab. Wohlgemerkt nicht beim Standard, wir waren damals sehr kritisch gegen diese Reformen. Aber Frau Rochkalt, ist es auch aus Ihrer Erfahrung als Ministerin so, dass man mit Inseraten auch ein bisschen gut Wetter machen kann als Ministerin und dann kommt man und sagt, na gut, dann sind wir zum Beispiel diese Mülltrennung oder was auch immer ein bisschen netter vielleicht? Also nicht wirklich, weil natürlich kommen auch die Medien in die Ministerien und versuchen natürlich gut Wetter zu machen und sich an den Töpfen, die vorhanden sind, zu beteiligen. Es gibt Sie können natürlich ein Jahresbudget machen, da können Sie geplante Maßnahmen schon einpreisen. Wenn man weiß, dass man die Mülltrennungsgeschichte abwickeln muss in einem Zeitraum von 3 Monaten, das hat bei uns damals im Oktober begonnen, oder die Einführung der E-Card, das sind alles Maßnahmen,
die man planen kann. Der Herr Hausjell hat richtig gesagt, es gibt Maßnahmen, die man nicht planen kann, wie Tschernobyl oder eine Pandemie, oder es wird wahrscheinlich die eine oder andere Maßnahme auch noch geben, die eben überraschend sind. Dafür kann man und wird man wahrscheinlich notwendigerweise auch Inserate vor. Ich meine, der Tsunami war zum Beispiel so eine Sache, wo man mit Hilfen angeboten hat und so weiter. Wo kann man Hilfe bekommen für Betroffene und anderes mehr? Ich weiß gar nicht, ob damals überhaupt inseriert wurde und wenn ja, von wem. Es geht ja auch immer um die jeweilige Zuständigkeit des Ministeriums. Es kann ja ein Ministerium nur dann inserieren, wenn es in ihren seinen Zuständigkeitsbereich fällt und wenn es eine Maßnahme ist, die man breit kommunizieren muss. Ich meine, bei den Familienzuschüssen zum Beispiel, da gibt es eine relativ große Unwissenheit von Leuten, wer kann das beantragen, wie beantragt man das und so weiter. Das macht Sinn, wenn man das breiter streut. Aber die Frage war, dass Sie sagen, Sie haben zum Beispiel nie auch ein bisschen geschaltet, weil Sie sich gedacht haben, ich informiere und zugleich habe ich dann vielleicht im Boulevard, zum Beispiel in der Krone, eine positive Berichterstattung. Also ist meine Erinnerung und die letzte Erinnerung, die ich daran habe, ist 2004 bis 2007. Das war meine Zeit als Gesundheits- und Frauenministerin. Also wobei gerade bei Frauen, Gewalt gegen Frauen war durchaus etwas, wo ich sage, da kann man gar nicht oft genug inserieren und den Frauennotruf hineingeben, damit die Frauen das eben sehen und dann auch im richtigen Moment zur Verfügung haben oder wissen. Bei uns gab es Jahresbudgets. Wir durften auch nie über eine bestimmte Summe ausgeben für Kampagnen, die zum Teil weit unter dem war, dass es sinnvoll war. Also damals war die Grenze 400.000 Euro oder 360.000 Euro. Damit können Sie heutzutage keine breite, also heutzutage schon gar nicht mehr, aber konnten Sie auch damals nicht wirklich eine breit gestreute Informationskampagne machen. Das wusste jeder, der einen Medienmix zusammengestellt haben, weil sie mussten ja um das Geld auch noch die Kampagne entwickeln und schalten. Also so einfach war es auch nicht immer. Okay, aber ja, natürlich sind die Medien auch bei den Pressereferenten oder bei denen, die dann dafür im Ministerium zuständig waren, am Schoß gesessen, um es so zu nennen. Okay, ja, genau davor. Ich möchte nur einen ganz kurzen. Moment, ich will noch Frau Blimlinger. Sie wollte zuerst sagen, machen wir es nur der Rainer. Na gut. Ich meine, ein Punkt ist, das haben auch die NEOS immer wieder gefordert, ist ganz grundsätzlich bei den Anzeigen sowas wie eine Wirkungsanalyse zu machen. Das heißt, auch wie Hausjell das vorgeschlagen hat. Und wenn wir die ernst nehmen würden und werden vielleicht gelingt es ja, fürchte ich, dass die Inserate insbesondere für die Gruppe der 15- bis 30-Jährigen nicht mehr in Zeitungen geschalten werden wird, weil diese Gruppe einfach keine Zeitungen mehr auf Papier liest, sondern wenn wir dort wirklich eine Wirkung erzielen wollen mit Kampagnen, so wie das auch Kallert sagt, werden wir auf TikTok gehen müssen. Und genau das ist das Problem. Das Problem ist bei den Anzeigen auch, wen erreiche ich denn überhaupt? Ja? Und ich erreiche eine Leserinnengruppe, ja, die sich im Wesentlichen bei den über 30-Jährigen, um nicht zu sagen über 50-Jährigen, abspielt. Das heißt, es geht ja auch darum zu schauen, was kann eine Regierung mit dem, was sie an Informationen schalten will, überhaupt erreichen und wo muss sie schalten, wenn sie was erreichen will. Und das erhöht meiner Meinung nach die Problematik, die Gesamtproblematik der Inseratenschaltung, weil wollen wir wirklich auf TikTok schalten? Ja, wenn es eine Wirkung hat, eigentlich schon. Nur das ist ein Grundsatzproblem. Okay. Ja? Na, sehr spannend. Das ist das beste Argument, hier endlich mit diesen riesen Inseratenvolumina abzufahren. Das genau manche. Das wird die Zeitungen nicht freuen. Ne? Das wird die Zeitungen ganz und gar nicht freuen. Weil deswegen muss man ja nicht schon, freuen. Weil TikTok kriegt keine Presseförderung. Und wenn Medien eine ordentliche Pressemedienförderung bekommen, dann werden wir Presse, wir werden die Presseförderung leider nicht so erhöhen können, wie wir Inserate-Budget haben. Das wird EU-rechtlich nicht möglich sein.
Das kann ich gleich sagen. Aber es ist, man muss jetzt schon einmal kurz reingrätschen, weil das regt mich fürchterlich auf. Wir haben jetzt für die nächsten 4 Jahre ein Mega-Etat in der Höhe von 210 Millionen Euro fixiert, wo die Regierung pro Woche 1 Million Euro oder bis zu 1 Million Euro ausgeben kann für, nennen wir es höflich, Eigenwerbung, um nicht das Wort Propaganda zu verwenden. Das ist ganz einfach möglich. Da gab es Ausschreibungen, das war überhaupt kein Problem, da hat man richtig viel Energie reingesetzt, aber man setzt keine Energie da hinein, eine ordentliche Medien- und Presseförderung auf die Beine zu stellen. Wir setzen viel Energie hinein, sind Sie versichert, wir setzen sehr viel Energie hinein. Herr Haushild, kurze Replik, dann kommt die Frage. Ja, weil hier schon mehrmals sozusagen die Behinderung quasi durch die Rahmenbedingungen seitens der EU angeführt worden sind. Ich vermisse auch einfach, dass hier die kleinen Staaten wie Österreich, und das ist ja die Mehrzahl in Europa, bitte, sich hier nicht längst zusammengeschlossen haben, um für diese ganz besondere Situation, die der Medienstrukturwandel hier für die Länder und eine Aufrechterhaltung einer liberalen Demokratie angemessenen journalistischen Infrastruktur zu sorgen, dann muss man eben diese EU-Regeln entsprechend weiterentwickeln. Dann wird das auch gelingen. Aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich verstehe eins nicht, wieso ist es dann zum Beispiel in Dänemark möglich, eine gescheite Presseförderung zu machen, okay, mit auch einem Volumen, das funktioniert. Und in anderen europäischen Ländern ist es auch möglich, etc. Ich habe allerdings einen ganz kleinen Sachhinweis geben. Es gibt in § 3a vom Medientransparenzgesetz folgende Formulierung: Entgeltliche Veröffentlichungen haben ausschließlich der Deckung eines konkreten Informationsbedürfnisses der Allgemeinheit zu dienen. Das heißt, es gibt da eine gesetzliche Grundlage. Da braucht man jetzt einen Juristen. Der Hans-Peter Lehofer hat einen schönen Blogpost geschrieben für alle, die das interessiert. Das wollte ich eigentlich vorher nur noch dazu sagen. Jetzt kommen wir schon zu den letzten 5 Minuten, weil die jetzt wollte ich sagen, wir haben ja eigentlich schon einen Konsens darüber, einige Punkte, wo wir Dissens haben, ist, dass Sie widersprechen und sagen, es wäre mehr möglich in Österreich, wenn ich das alles richtig verstehe, von der Frau Brandschötter, auch von der Frau Kraus und dem Herrn Haushild. Ich sage auch, Österreich könnte sehr wohl mehr machen in puncto EU. Jetzt habe ich mal eine Frage, die nicht unbedingt diese wirtschaftliche Nähe betrifft, vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Frau Rauch-Kallert. Es gibt ja in diesen Chats auch Diskussionen, die jetzt strafrechtlich keine Relevanz haben, aber die doch eine Nähe zeigen zwischen einzelnen Medien und zum Beispiel dem Chefredakteur der Presse, dem Herrn Novak. Das sind Chats, wo es darum geht, wo er informiert hat, offensichtlich den Thomas Schmidt, über was die Neos im Parlament vielleicht planen oder nicht dann anfragen. Es gibt einen anderen Chat, wo er sagt, er hat dafür gesorgt, dass ein Bericht über den künftigen ÖBAG-Chef nicht Seitenaufmacher wird. Er behauptet, sagen wir das auch dazu felsenfest, es gibt eine klare Trennung natürlich auch in der Presse eben zwischen Redaktion und Anzeigen und Interventionen enden in der Chefredaktion. Aber gibt es eine problematische Nähe Ihrer Meinung nach zwischen auch persönlicher Ebene zwischen Journalismus und Medien in Österreich abseits der finanziellen Interessen? Die gibt es sicher und die hat es immer gegeben. Also es war immer ein schwieriges Verhältnis zwischen Presseleuten und Politikern. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich sehr junge Politikerin war, war ich befreundet mit Journalistinnen und natürlich mit denen auch per Du zum Teil. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich sozusagen ein Mandat hatte, ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal Ministerin war, habe ich peinlichst vermieden, mit Journalisten per Du zu werden. Und habe das auch gehalten bis zu meinem Ausscheiden aus der Politik. Seither fühle ich mich ja auch nicht mehr als Politikerin, sondern als ehemalige Politikerin und bin natürlich vor allem mit vielen Frauen, auch mit Männern im Journalismus per Du. Aber ich habe da immer versucht, eine Distanz zu halten. Und ich glaube, dass das auch gut so war. Ich habe das auch mit meinen Mitarbeitern immer so gehalten. Frau Krause, Herr Haushild, wie sind Sie in diesem Punkt? Ja, also, natürlich. Also, Friedrich, magst du zuerst? Daniele, nein, sag du, sag mal. Naja, ich glaube, es gibt ja ein paar auch Hinweise noch, die man dazu zum Verhältnis anführen kann. Wir haben in Österreich schon einen relativ häufigen Wechsel zwischen Journalismus und Politik. Also
Und wir haben vor allem eine durch diese ökonomische Situation, in die man die Medien mitgebracht hat, weil es eben nicht die richtigen Maßnahmen gegeben hat, dass das jetzt sozusagen ein Verhältnis geworden ist, das dort vermeintlich sehr freundschaftlich ist, wo viele Inseratengelder fließen und dort in der nötigen Distanziertheit läuft, wo entweder gar keine Inserate geschalten werden oder relativ wenig. Und das ist strukturell bitte auch dem geschuldet, dass die Branche vergessen hat, dass es sehr gut tut, also nicht alle, aber doch, die neueren Medien haben fast alle keine Firewall zwischen der Anzeigenabteilung und der Redaktion. Das heißt, es gibt sogar die Personalunion. Ja? Das heißt, der Chefredakteur, die Chefredakteurin hat Geschäftsführungsaufgaben. Das ist, sorry to say, Idiotie, das ist journalistischer Selbstmord. Aber das ist jetzt bei den neueren Medien so. Ja. Ja, das ist bei den neueren, aber es gibt auch, wie man sieht, auch ältere, die dann in diese Richtung gegangen sind. Jene Medien, in denen die innere Medienfreiheit durch starke Redaktionsstatute, die gelebt werden, Voraussetzung, es gibt auch tote Redaktionsstatute in manchen Medien, schaut es besser aus. Frau Kraus? Zwei Punkte auf der Analyseebene. Ja, es geht auch um Geld, aber es geht auch um Dinge wie Eitelkeiten, Jobs und auch zu inhaltliche Zustimmung, die zum Teil zur Nähe führt. Das sollte man vielleicht auch nicht außer Acht lassen. Zweiter Punkt, was kann man dagegen tun? Das hat sowohl die Maria Loch-Kallert als auch der Fritz Hausl schon angesprochen. Natürlich Compliance-Regeln in den Medienunternehmen. Da muss eine Diskussion stattfinden, das muss verstärkt werden. Und ich finde, was ich gerne hier anbringen will, das ist ja auch etwas Angenehmes, wenn es Compliance-Regeln gibt und wenn es ein Regelwerk gibt. Wir können das ja nicht auf die Individualethik abwälzen, dass da wer da wie entscheidet. Und also interne Regeln, wer wen ansprechen darf zum Beispiel oder wer was darf. Ganz große Verantwortung der Medienunternehmen und dort vor allem der Leitungsebenen und auch der Chefredakteure und Redakteurinnen. Weil in den Redaktionen, das sollte man vielleicht auch sagen, wird wahnsinnig viel diskutiert. Und auch hier ist eine Unterscheidung notwendig zwischen den Journalisten und den Journalistinnen, die in der Redaktion arbeiten und der Verlagsseite und auch der Chefredaktion. Also das ist ja nicht so, dass alle immer das Gleiche denken. Ich finde, das ist schon ganz wichtig. Und da sind klare Regeln einfach notwendig und die Branche wird da, glaube ich, auch noch lang darüber diskutieren, wie man damit umgeht und auch konstruktiv diskutieren. Schlussfrage, Frau Blümlinger. Jetzt ein User noch, Sendros, schreibt, die Politik hält sich halt ihre Medien. Früher war das die SPÖ, die sich den Boulevard gehalten hat. Jetzt sieht man halt die ÖVP hier mit Fällen und erwähnt auch noch den Falter. Da ist wahrscheinlich gemeint die Stadt Wien, die dort recht intensiv inseriert. Ist für Sie da jetzt etwas Neues offensichtlich geworden? Die Frage an alle. Oder ist das jetzt nur Fortsetzung halt im anderen Gewand, was zum Beispiel auch SPÖ-Kanzler schon gemacht haben? Ja, es hat sich ein bisschen dramatischer entwickelt, würde ich sagen, und etwas mehr Geld noch ins Anzeigensystem geflossen. Das gilt für den Bund genauso für die Länder, natürlich insbesondere die Stadt Wien, die das natürlich genauso macht. Dem ist natürlich Einhalt zu gebieten aus meiner Sicht. Ich bin mit der Obergrenze da, glaube ich, also bin ich sehr dafür, nur ich fürchte, das wird die Verleger und die Inhaber von Medienhäusern nicht freuen, die Redakteure, Redakteurinnen, Journalistinnen, Journalisten vielleicht schon, aber ganz grundsätzlich möchte ich abschließen, weil ich muss jetzt dann leider gehen, sagen, dass wir uns wirklich intensiv bemühen, dass wir hier ein gänzlich neues System kriegen. Okay, letzten 3 Minuten, Herr Hausl, ist das etwas Neues, was hier gemacht wurde, oder ist das auch unter SPÖ-Kanzlern einfach so gewesen? Es ist nicht komplett neu, aber es ist in der Dimension erheblich anders geworden und es ist unter anderen Rahmenbedingungen, sage ich mal, die Wirkmächtigkeit dieser Strategie, sich Medien in ihrer
Thematisierung der Regierung sozusagen gewogen zu machen, ein deutlicher Unterschied zu den Beginnen, in der einfach die österreichischen Medien ökonomisch noch ein gutes Stück besser aufgestellt waren, als sie es jetzt in den letzten Jahren sind. Und das macht auch einen Unterschied aus, der eine verantwortungsvolle Medienpolitik einer Regierung auffallen hätte müssen und auch etwas sie tun hätte müssen. Und das nämlich, es geht ja auch für jene Politik, die Kraft ihrer Argumente überzeugen will und nicht Kraft ihrer Pressionsmöglichkeiten, dass die auch geschützt wird. Es müssen auch, es kann ja Kampagnen geben, und ich stimme der Frau Rauch-Kaller zu, insbesondere wenn es darum geht, dass ich Verhaltensveränderungen erreiche. Ja? Wenn ich vom Individualverkehr auf den Öffentlichen die Leute bringen will, wie das die Stadt Wien versucht, dann habe ich täglich auf der gegnerischen Seite die Autoindustrie mit ihren zahllosen Inseraten, die den Leuten die große Freiheit versprechen, wenn sie sich ins Auto setzen, die dann eh nicht eingelöst wird, aber es ist ja wurscht. Es ist ja die Frage sozusagen mit womit habe ich da auf der einen Seite, es geht ja nicht nur um die Frage der Gewohnheit, die auch ein Hund sein kann, wenn ich etwas zwar im Hirnkastel begriffen habe, aber deswegen nur lange nicht umsetze. Und daher ist die Frage der Überprüfung, ob jetzt die Kommunikationsziele erreicht worden sind im Zuge von regelmäßiger Evaluation, unbedingt die Voraussetzung. Ich verstehe das ja gar nicht, warum das nicht schon lange gemacht wird, um auch diesen Vorwurf, man würde sozusagen sehr salopp mit öffentlichen Geldern hier umgehen. Es kann dann nämlich auch genau das rauskommen und das ist dann vielleicht für manche in der Politik auch wieder erfreulich, nämlich, dass ich zu wenig Mittel habe, dass ich eigentlich zu wenig einsetze. Ich habe möglicherweise tolle Lösungen gefunden, aber ich habe sie nicht ausreichend kommunizieren können oder kommuniziert. Frau Rauch-Kaller, das ist die Frage an Sie. Sehen Sie das so, dass das eben, was dieser User hier anspricht, ist das unter allen Parteien gleich? Oder gibt es, das ist jetzt natürlich Ihre eigene Partei, die ÖVP, aber man hat schon das Gefühl, dass hier etwas mehr auf die Spitze getrieben wurde? Also wenn ich mir als Beispiel, ja, gebe Ihnen recht, bei der Stadt Wien, Verhaltensänderung, Herr Hausjell, von Individualverkehr auf öffentlichen Verkehr. Aber wenn ich mir den Informationswert und die massive, auch mengenmäßig massive Gestaltung der Wohnbaustadträte in Wien seit Werner Faymann über Michael Ludwig und ebenso jetzt in den Gratiszeitungen anschaue, nämlich Strecken von 6 bis 8 Seiten, da frage ich mich, wo ist da der Informationswert für den Durchschnittsbürger, der es schwer hat, eine Gemeindewohnung zu bekommen. Und das sind dann sündteure Wohnungen, da frage ich mich auch nach dem Wert. Und natürlich sind das Inserate, die nach Gefälligkeit suchen und nach Unterstützung suchen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das um so viel mehr wäre und dass das ausschließlich sozusagen eine ÖVP-geführte Regierung, sondern wenn ich mir Wien anschaue und unter Faymann die gleichen Strecken halt auch regierungsmäßig, also ich sehe da nicht eine wesentliche Steigerung. Ja und nein zugleich. Darf ich nur ganz kurz das so, ganz kurz ausführen? Ich stimme Ihnen da weitestgehend zu, aber es gibt natürlich in dem Bereich schon auch eine Begründung, warum man öffentlich finanziertes Wohnen sozusagen durchaus im gesellschaftlichen Diskurs sozusagen auch stärker einbringen muss, dass Weil es gibt auf der anderen Seite natürlich immer wieder politisch die Forderungen, sozusagen, dass hier der freie Wohnungsmarkt sozusagen das Dominierende sein möge. Okay, danke. Wobei man, das müsste man ja nicht über Inserate machen, würde ich sagen. Das ist halt dann die politische Kommunikation. Aber Frau Kraus, Sie wollten ja was sagen, dann Frau Bahnstetter. Ich wollte nur sagen, ich meine, man sieht aber schon eine zunehmende Tendenz jetzt auch. Also natürlich ist das Problem auch in Wien genau das Gleiche, das ist überhaupt keine Frage. Aber niemand spricht darüber.
Nein, es wird genug darüber gesprochen. Also es kommt ja immer gleich als Gegenbeispiel. Ich sehe jetzt nur, die aktuelle Debatte muss man schon noch in einen größeren Kontext stellen, weil was wir in den letzten Jahren beobachten konnten seitens der größeren Regierungspartei, war schon sehr stark das Bedürfnis, die Kommunikation freundlich ausgedrückt zu kontrollieren mit verschiedenen Mitteln. Und Inserate sind halt ein Teil in dieser Gesamtstrategie. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Wir können ja über Interventionen etc. auch reden. Frau Brandschuh, über die Überbohrung. Also jetzt würde ich gerne bitte das Wort ergreifen. Genau, Herr jetzt müssen Sie, ja. Also, die gesamte öffentliche Hand wirbt viel zu viel, inklusive oder ganz vorne mit dabei Wien. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich habe deshalb auch gute Nachrichten als Juniorpartner in der Fortschrittskoalition. Es sind schon erste kleine Schritte gelungen. Erstens wurden über die Periode, über die Legislaturperiode jetzt 25 Millionen Euro eingespart im PIT und in der Auslandskommunikation. Zweitens gibt es seit heuer einen Transparenzbericht. Drittens werden demnächst neue Kriterien präsentiert, nach denen auch zukünftig Inserate vergeben werden. Ist das alles schon genug? Nein, aber es ist, finde ich, ein erster guter Schritt. Was ich aber zu der Inserate-Korruption des türkisen Systems schon auch noch sagen möchte, das ist eine andere Dimension, als sich Gefälligkeiten über Inserate zu kaufen, sondern hier wurde die Öffentlichkeit manipuliert mit gefälschten Umfragen. Das ist schon noch ein bisschen etwas anderes und ich finde, das sollten wir in der Debatte auch nicht außer vor lassen. Ein weiterer Punkt ist, weil Sie vorhin angesprochen haben, was ist denn jetzt hier das Spannungsfeld Politik und Medien? Wie hat man damit umzugehen, auch mit Chefredakteuren, die vielleicht in Chats auftauchen? Also ich finde, dass es Aufgabe der Redaktion und der Verlagsleitung ist, hier die Debatte zu führen, wie man sich denn gegenüber der Politik auch benimmt. Österreich ist ein kleines Land, da rücken Menschen oft eng zusammen und es kommt leider auch sehr schnell zur Verhaberung. Ich muss aber auch sagen, dass also als Politikerin selbst, ich habe ein Anliegen. Ich bin überzeugt und begeistert von meinem Anliegen. Ich teile es mit der Welt und natürlich auch mit den Medien in der Hoffnung, dass sie diese Begeisterung teilen und darüber berichten. Es ist dann schon auch Aufgabe der Medien, hier Distanz einzuhalten. Es ist nicht meine Aufgabe, sondern deren Aufgabe, hier zu sagen, hören Sie mal, Frau Brandstätter, ja? Also ich berichte jetzt nicht über Ihr Anliegen, weil ich teile es nicht. Es ist langweilig, es hat keinen Neuigkeitswert oder ähnliches. Ja. Das muss man schon, finde ich, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wer wofür verantwortlich ist. Okay, Frau Kraus, würden Sie dem auch zustimmen, wahrscheinlich, oder? Absolut. Also die Verantwortung liegt natürlich auf beiden Seiten. Okay, gutes Schlusswort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen, vielen Dank fürs Interesse. Ich glaube, es war eine spannende Diskussion. Die Frau Blümlinger hat uns schon aus Zeitgründen verlassen, aber auch sie hat interessante Punkte gemacht, etwa wenn man Wirkungskriterien aufstellt für Inseratenwerbung, wo würde denn der Staat noch werben? Wir haben von der Frau Rauch-Kallert Erfahrungen aus ihrer Zeit gehört, wo vielleicht Inseratenkampagnen aus ihrer Sicht eben notwendig sind, weil die Medien darüber nicht berichten würden. Wir haben gehört vom Herrn Hausjell und von der Frau Kraus, wie vielleicht ein vernünftigeres Fördersystem ausschauen würde mit weniger Inseraten und dafür mehr Förderung. Auch etwas, was uns die Frau Brandstätter mehrmals erklärt hat, welche Reformen es bräuchte und mehr Transparenz. Vielen, vielen Dank von unserer Seite aus vom Standard für das Interesse. Bleiben wir in der Diskussion und gutes Gelingen, was auch immer Sie vorhaben. Bis zum nächsten Mal.